Und damit recht herzlich willkommen hier bei ÖPNV Simulation zu einer neuen Folge Train Sim World 2 mit mir, dem Phasus. Wir fahren heute auf dem neu erschienenen Add-on Hauptstrecke München-Augsburg. Mit dabei ist der Hobby. Schönen guten Tag. Ja, und ich würde sagen, wir labern gar nicht so lange und rüsten erstmal auf. Wir machen den Richtungswender auf Vorwärts, öffnen die Türen. Tun als nächstes unser Fahrgastinformationssystem schildern. Wir fahren eine S3 nach Holzkirchen. Da ist Holzkirchen. Das passt. Dann tun wir die Fahrgastraumbeleuchtung anmachen, die Führerstandsbeleuchtung anmachen. Lichter anmachen. Den Bufferplan können wir anmachen. Würde ich aber noch ein bisschen dimmen. Und dann machen wir an die SIFA und die PZB. Das passt soweit. Und dann haben wir auch gleich schon Abfahrt. Können wir schon mal die Türen zumachen. Und dann würde ich sagen, fahren wir los. Ja, dieser Anfahrtssound, also das ist das Charakteristische an dem 423, zumindest an denen in München und in Stuttgart, dieses Heulen am Anfang, ne? Das stimmt. Ich habe gemerkt, dass sie einen anderen Türsound haben als wir. Das kann sein. Wir fahren ja auch mit einem redesignten 425er. 425er, Entschuldigung. 423er. Doppeltraktion. Bedeutet, der ist nicht mehr so, wie er ausgeliefert wurde, sondern schon modernisiert worden. Na, haben wir bei uns auch gemacht, den saniert. Bei uns macht die Türen immer piep, 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 piep. Und ich Naja, das sind dann halt verschiedene Modernisierungsvarianten. Ja. Was kann man zur Strecke sagen? Wir sind unterwegs auf der Strecke zwischen München und Augsburg. Das ist eine 62 Kilometer lange Hauptbahn in Bayern. Und ja, auf dieser Strecke sind unterwegs Fernverkehrszüge. Der Nahverkehr ist der Fugger Express zum Beispiel unterwegs. Und dann haben wir die S-Bahn zwischen Mammendorf und München. Ja. So, müssen wir mal ein bisschen stärker bremsen. Ja, also die Baureihe 423 wurde 2000 erstmal eingesetzt in München sowie in Stuttgart und Frankfurt. Jo. Ja, so. Passt. Dann machen wir einmal die Fahrgasttüren auf. Genau, zur S-Bahn München kann man sagen, es handelt sich hierbei um ein S-Bahn-Netz, was anlässlich der Olympischen Spiele 1972 in München gebaut wurde und ja, in den Grundzügen heute immer noch so erhalten ist. Hier und da wurde mal einiges verlängert, verändert,
Und ja, wie Hobby schon gesagt hat, seit um 2000 herum kam die Baureihe 423 Züge dann nach München und wurden seitdem oder werden aktuell saniert, bekommen ein Redesign, damit sie halt noch länger durchhalten. Das zum einen die Durcharbeitung technischer Komponenten, aber natürlich auch eine Umgestaltung des Fahrgastraumes. Können wir uns gerne auch nochmal nachher angucken. Einfach damit die S-Bahn zeitgemäßer ist. Denn München hat erst, anders als zum Beispiel Stuttgart oder Frankfurt am Main, die Planung eines neuen Fahrzeugtypen begonnen, beziehungsweise sind dabei, aber noch keinen neuen Fahrzeugtypen. Die 423 ist aktuell das Neueste, was in München bei der S-Bahn fährt. Nein. Was? 430er haben kein Mensch, ne? Ne, die München haben kein 430er. Ja, also 90 oder 95% fährt ja die 423er auf das Münchner Netz S-Bahn und 5% haben wir noch die 420er zurückgeholt. Genau, denn früher, wie in S-Bahn-Netzen Rhein-Main, Rhein-Ruhr und Stuttgart, fuhr auch in München die Baureihe 420 und diese wurde dann mit der Umstellung des Stammstreckentunnels auf LZB wurde sie dann halt ausgemustert und allerdings hat es in der Zeit das Netz quasi gewachsen, beziehungsweise es werden mehr Fahrzeuge benötigt und deshalb werden jetzt aktuell auch 420er auf LZB umgerüstet und sind dann halt auch später einsetzbar mit, beziehungsweise werden aktuell auch schon eingesetzt bei der S-Bahn München, damit die Fahrzeuge ausreichen. Das ist relativ interessant, die Ja. Umrüstung auf LZB von 420ern, weil sie ja in München quasi schon mal ausgemustert waren. Das stimmt. Ja, dann haben sie es doch anders überlegt wegen Fahrzeugmangel. Dann haben sie halt unsere Stuttgarter 24er dann alle bekommen für 1 Euro. Naja, für 1 Euro oder so. Auf jeden Fall symbolisch wurden die Fahrzeuge. Ja, genau. Ein symbolischer Euro weitergegeben nach München. Ja, Leider. die Münchner werden damit glücklich. Na. Ja. Ich habe auch schon von vielen Hier Leuten gehört, dass die Bremsen bei dem Fahrzeug nicht so gut sein sollen. Ich finde, sie gehen. Also man muss natürlich in gewissem Maße sich an jedes neue Fahrzeug gewöhnen. Manch ein Fahrzeug bremst ein bisschen stärker, manch ein Fahrzeug bremst ein bisschen schwächer. Es Ja. ist in Ordnung, würde ich sagen. So, dann gucken wir mal in Ja, den Innenraum. nicht. So sieht der Innenraum im Prinzip aus. Wir haben hier am Ende des Triebwagens diese Lounge-Ecke und haben hier die komplette Umgestaltung. Vorher waren hier ganz normale Vierersitzgruppen. Ja, das kriegen wir auch noch im nächstes Jahr. Diese Sitzecken wurde auch bei uns jetzt eingeführt. Diese Lounge nächstes Ja. Jahr mit der eigenen Eskalation. Leider sind die Monitore hier im Add-on nicht umgesetzt, was sehr, sehr schade ist. Aber ich sehe gerade, wir müssen weiter. Vielleicht gucken wir uns dann nachher nochmal an irgendeiner anderen Station, wenn wir ein bisschen Zeit haben, genauer an. Genau. Kriegen. Kann ich ja nächstes Jahr ausprobieren, die Lounge, wenn die bei uns auch eingeführt wird, in den 430 und 423. Ja. Sehen fast wie Sofas aus. Dann fahren wir weiter, würde ich mal sagen. Ja, wo ich zuletzt in München war, da war noch die alte 423er noch gefahren und die Sanierung. Ah, wir werden gerade überholt von einem Regionalexpress. Der fährt bis München-Pasing von Mammendorf konstant durch, denn es gibt ja die S-Bahn, die parallel nebenher fährt. Ups, ja. Jetzt. Ja. Hat eine Sekunde zu spät auf 100 umgeschaltet. Ich frage mich gerade, was ich größer, das Münchner S-Bahn-Netz oder das Frankfurter? Das ist schwierig zu sagen. Das
da bin ich mir selber unsicher. Frankfurt hat halt relativ großes S-Bahn-Netz, München aber auch. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Ich werde die, denke ich mal, recherchieren und werde, ja, in der nächsten Folge werde ich bestimmt dann die Antwort kennen. Dann fahren wir mal wieder irgendwas in Trains of World 2 und dann. Ich schaue es mir auf jeden Fall Ja, mal an. Das ich ist hätte. eine sehr interessante Frage, Ja, die ich jetzt das mir. spontan gar nicht so beantworten kann. Ja, ist mir gerade eingefallen, weil die zwei haben halt eins der größten S-Bahn-Netze, wenn es. Also wir haben leider kein so großes S-Bahn-Netz in unseren 7 S-Bahn-Linien. Die S-Bahn Mitte Deutschland ist ja auch relativ groß. Hat ja auch 9 Linien und ist relativ groß. Fährt zwar relativ wenig durch große Städte, sondern mehr über Land, aber ist auf jeden Fall interessant. Ich würde sagen, Rhein-Ruhr ist auch sehr, sehr groß, aber zwischen München und Frankfurt, keine Ahnung, könnte ich jetzt gar nicht genau sagen. Also Berlin, na klar, haben wir auch ein großes Ja, aber Berlin ist S-Bahn-Netz. im Vergleich zu den anderen S-Bahn-Netzen gar nicht so groß. Okay, dann drückt der Ups. Schein. Achso, ja. Jetzt habe ich natürlich für Langzug gebremst, obwohl wir eigentlich in Vollzug sind. Eigentlich müssten wir es am anderen Haar schon halten. Habe ich jetzt nicht bedacht. Ja, also der gute Vorteil bei der Berliner S-Bahn, die halten halt mehr in der Stadtteile an als Gegensatz zu München oder Stuttgart oder Frankfurt. Ja, also die Berliner S-Bahn hat halt eine komplett andere Aufgabe als die Frankfurter, Münchner S-Bahn oder die Stuttgarter S-Bahn. Die Berliner S-Bahn verbindet ja mehr die Stadtteile untereinander und dann noch die angrenzenden Ortschaften. Und bei den anderen S-Bahn-Netzen ist es ja eher so, die Stadt mit dem kompletten Umland zu verbinden. Beziehungsweise Rhein-Main ist zum Beispiel ein gutes Genau. Beispiel dafür oder Rhein-Ruhr, auch mehrere Städte miteinander zu verbinden. Ja, das ist ja die Aufgabe bei uns auch, dass wir versuchen, die Leute auf dem Land zur Stadt reinzubringen. Wenn man so vergleicht, wir haben 158 Stadtteile und davon sind nicht mal die Hälfte einer S-Bahn verbunden. Naja, es ist halt bei der S-Bahn ist es so, wenn es natürlich einen Stammstreckentunnel gibt, dann ist sie natürlich sehr auf eine Hauptachse fixiert. In Berlin wiederum gibt es ja mehrere Hauptachsen. Da könnte man ja das definieren einmal als Stadtbahn, also die Ost-West-Achse zwischen Westkreuz und Ostkreuz. Dann gibt es in Berlin die Nord-Süd-Strecke und dann gibt es ja auch noch den Ring. Also in Berlin hast du mehrere Achsen. Deshalb ist die S-Bahn natürlich in der Gesamtstadt besser vernetzt und dort auch wichtiger, während du natürlich in Stuttgart zum Beispiel nur die Stammstreckentunnel hast im Prinzip. Ja, das kann man sich streiten oder nicht, weil was es besser ist, wenn eine S-Bahn die dann den Stadtteil verbindet oder eher das Land verbindet, dann anderen Städten Es dazu kommt auch immer verbindet. auf die Größe der Stadt an, muss man dazu sagen. Ja gut, ich finde es auch, aber ich hätte es auch nicht schlimm gefunden, wenn ein paar mehr Stadtteile verbunden wäre mit der S-Bahn. Das ist nicht so schlimm, weil mit der S-Bahn kommt halt doch schneller von A nach B, da heißt es auch schnell Bahn. Als mit der Stadtbahn oder Straßenbahn. Jo, eine S-Bahn ist schon eine feine Sache. Jo, das kann man wohl sagen. Ansonsten kommen wir mal zur S-Bahn München nochmal zurück. Wir haben bei der S-Bahn München einen Grundtakt alle 20 Minuten und es wird teilweise zum 10-Minuten-Takt verstärkt. Allerdings ist in München infrastrukturbedingt in der Innenstadt ein Engpass gegeben, denn der Stammstreckentunnel ist auch mit LZB an seiner Belastungsgrenze mittlerweile angekommen. Da passen einfach nicht mehr Züge rein. Und deshalb wird ja in München aktuell die sogenannte zweite Stammstrecke gebaut, damit dann auch insgesamt mehr S-Bahn-Züge generell fahren können. Ja, und die wollen auch München die Stammstreckentunnel noch umbauen mit das neueste Signal TDE-STC, ETCS, glaube ich. ja, European Train Ja, Control System, also von der das ist noch. linienförmigen Zugbeeinflussung auf European Train Control System wechseln. Das ist auch. Ja, da können sie noch mehr
näher dran fahren, also können ja dichter dran fahren, dann können sie noch mehr S-Bahn reinschicken quasi. Das haben sie ja im Plan ab 2021 bis 2022 wollen sie ja umsetzen, die ganze Signale umstellen, wie bei uns auch, dass der Tag verdichten können, dass man vielleicht sogar alle 10 Minuten Tag fahren können. Ja, also ein neues Zugsicherungssystem ist im Prinzip wie bei einem Auto, wenn man halt ein Bauteil einsetzt, was das Auto auftunt. Letztendlich wird es immer nur bedingt mehr Zugverkehr geben. Die Abstände können halt weniger werden, aber es gibt dadurch halt nicht mehr Gleise. Deshalb muss man immer so ein bisschen aufpassen, ob das sich wirklich lohnt. Sowas. Ja, und das ist die Frage. Was neu ist, kennt man sich da nicht mit aus, mit die neuesten Signaltechnik. Ich kann nur so weit sagen, dass halt der Abstand geringer wird zu S-Bahn, ups, zu S-Bahn als jetzt. Das war vielleicht ein bisschen weit. Also ja, die Bremsen sind auf jeden Fall anders. Wenn man normalerweise mit einem 422 auf der S-Bahn fährt, dann ist das schon ein Unterschied, das merkt man. Ja. Leider gibt's die nicht, die 420er in das Spiel. Hätte mich sehr gefreut, wenn man es aufhauen könnte. Mhm. Ah, guck mal, da kommt der ICE gerade. Frisch aus Berlin. Neues auch. Der ICE hat jetzt die Klimaschützerlackierung. Also vorne diesen grünen Streifen noch dran, der dann normalerweise in einer Steckdose in den roten Streifen mündet. Nun hat man leider hier die Steckdose vergessen bei dem Zug, was ein bisschen schade ist. Aber das Klimaschutz-Repaint gibt es trotzdem. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob das noch gibt, aber es darf es mal extra für die Europawahl, dem Europa ist dem blauen Streifen. Dem gibt es auch noch, genau. Das sind dann die Sonder-Repaints, also einmal den Europa-ICE, wenn man so nennen möchte. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch den kleinen ICE. Oder ich weiß gar nicht, ob es auch noch gibt. Hier den Duplo ICE1, also Deutschlands schnellste Praline. Ja, den habe ich auch fotografiert. Der darf noch von Duplo. Duplo. Ja, ich weiß Duplo, dann darf man von der Parfümwerbung in ICE machen. Dann gab's. Ah ja, dann gab der ICE mir die 1000 Unterschriften drauf. Interessant sind ja auch immer die 101er, also Baureihe 101er, die ganzen Werbloks, da gab es ja auch jede Menge, also zum Beispiel hier Jugend trainiert für Olympia, die C-Fotolok, da erinnere ich mich noch sehr gut dran, also da gab es ja die goldene 101er, genau, dann die 101er, hier in der klassischen Lackierung, wo dann drauf stand, unsere Preise schützen, nee, unsere Züge schützen die Umwelt, unsere Preise schützen ihren Geld. Nee, ihren Geldbeutel stand da glaube ich nicht drauf, aber. Da gab es noch die mit dem alten DB-Logo drauf, mit schwarzen DB-Seiten. Ja, Black on Track gab es ja auch noch, die ja, eine 101er. Da gab es noch die als TEE-Lackierung noch in der alten Eurotrans-Transport. Gibt auf jeden Fall ein paar schöne Werbeloks. Leider gibt es nicht immer mehr. Viele wurden halt auch schon wieder umlackiert. Ja, einmal darf die TEE-Lackierung der 70er, da waren die blau-rot gestreift und einmal waren die beige-rot gestreift. Ja, die gibt es ja auch noch. Diese gestreift, also diese, sag ich mal, im alten Look lackierte Züge. Ja, das war für die Trans-Euro-Espress-Lackierung. Das war der 70er. Gerne die so, diesmal sollen wir vorfahren sogar. Ja, du hast doch schon sehr viel interessante 101er Werbeloks. Hab mal versucht, mal alle zu fotografieren, das schafft man fast gar nicht. Das ist halt immer so, ne? Wenn neue 101er Werbelok ist, dann wird immer. Das ist bei den Trainspottern natürlich immer direkt. Ja, jedem fotografiert alle 101er, die ihr habt. Naja. Es gibt so berühmte WhatsApp-Gruppen, wo ich drin bin, das wird genau gesagt, wann wo was wo ist, bin ich auch praktisch.
Leider gibt die 120er nicht mal Werbeloks, sie würden nicht mal mit Werbe rumfahren. Ich habe früher auch von Märklin eine goldene Werbelok, 175 Jahre Märklin mal. Eisenbahn meine ich. So, das dürfte jetzt auch schon die letzte Station außerhalb Münchens sein, denn ich glaube, Lochhausen liegt schon wieder in München. Das weiß ich nicht. Da käme ich leider noch zu wenig aus bei den Kollegen in München. Auch sehr interessant hier mit dem Fußweg bis zur nächsten Unterführung. Ist auch einzigartig. Gibt es tatsächlich, ich kenne auch eine andere Stelle, wo es das gibt, aber das ist schon relativ selten, ja. Okay. Ja, also es war, wann war ich? Wow. Bestimmt 5, 6 Jahre, wo ich mit der S-Bahn von Hamburg noch nach Flughafen gefahren bin. War es aber ewig gebraucht bis zum Flughafen. Und den Standstreckentunnel haben wir auch angeguckt. Da bin ich, glaube ich, bis zum Ostbahnhof gefahren, dann umgestiegen in den 100er. Und dann noch durch die Straßenbahn gefahren, dann noch mit diesem alten P-Wagen noch gefahren. So, schon eine interessante Stadt. Ja, München ist ja die drittgrößte Stadt Deutschlands. Insofern bietet sie schon einiges. Wirtschaftliches Herz Deutschlands könnte man auch schon sagen. Also, ich glaube, so viele Firmen gibt es in keiner anderen Stadt. Ja, da gibt es noch das Deutschlandmuseum. München hat sofern kulturell, also hat eigentlich alles zu bieten. Das stimmt. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Stadt. Also, wer sich schon mal überlegt hat, ja, wo kann man relativ viel entdecken, kann ich auf jeden Fall München empfehlen. Habe ihre Millionen Einwohner ja geknackt. Und es wurden über 1 Million Einwohner in München. Ah, komm, den Autofahrer überholen wir hier. Ja, bei 1 Million Einwohner braucht man schon ein gutes S-Bahn-Netz, um die Leute von A nach B zu bringen. So, diesmal halten wir aber bei H-Vollzug. Was auch interessant wäre, wenn sie das Frankfurter S-Bahn-Add-on auch noch für TB2 rausbringen. Ja, Trains wir zwei, also aktuell geplant, laut Roadmaps ist ja noch, nee, ist ja noch die Strecke Hamburg-Lübeck mit der Baureihe Okay. 112, die Baureihe 101 Auch und nicht. jetzt bin ich mir unsicher, entweder die Vectron oder die Baureihe 187. Eins von beiden ist auch noch geplant. No, schon beide nette Loks. Die 187, der Verwandte von der 147er. Das ist das Gleiche, nur dass es halt der Güterzugverkehr ist, die 147er, die 87 und 47er ist für 147 Regionalverkehr. ist für, genau, Und auch für für gemeinsam. Fernverkehr teilweise schon. Sogar. Ah ja, stimmt. In der City So, 2. dann gucken wir mal von außen. Okay. Wunderschön. Ja. Ja. Nun, ja, München hat halt die Zahl S3 oder andere in Farben noch rangemacht in Matrix. Das hat auch nicht jeder. Ja, das ist mit den neuen Matrixen, mit den Multicolor-Anzeigen ist das halt relativ entspannt möglich, dass man sowas machen kann. Früher mit den alten Matrixen ging das natürlich nicht. Wenn du so eine Flip-Top-Matrix oder sowas hast, also kannst du dir ja vorstellen, wie das geht.
Ja, ich habe noch die Rollbände sogar miterlebt, ne? Durfte schön kurbeln mit dem Ziel. Und da waren ja auch die Zahlen ja farbig gekennzeichnet. Weil die 423er hatte kein Perban Rollband drin, das ist klar. Aber die 420er darf sogar noch mit Rollband noch drin. Bis sie den S umsaniert haben auf Matrix. Bei uns ist die S3 orange sogar markiert. So. Ich glaube, alle, wo die 423er haben, fahren auch mit Dreier-Traktionen rum. Ja, also als Langzug kann man die theoretisch auch fahren. Jetzt habe ich natürlich sehr früh gebremst, weil ich dachte, wir müssen gar nicht was vorne durchfahren. Aber Oh, ich weiß da nicht, ob München auch, ich meine, Berlin auch in drei Traktionen rumfährt Berlin oder hat man ja ein anderes nur. System. Berlin hat man ja Viertelzüge, Halbzüge, Dreiviertelzüge und ja, Vollzüge. Das ist ja ein anderes System bei der S-Bahn dort. Also da fährst du ja mit bis zu 8 Wagen, wenn du möchtest. Beziehungsweise Okay. bis zu 4 Viertelzügen, um dann halt einen Ja. Vollzug zu haben. Das ist hier ein Ja, bisschen bei anders. uns. Naja, weil eine Traktion hat ja schon zwei Mittelbarungs. Mal zwei Triebzüge mit zwei Mittelbarungs sind schon vier, dann mal drei, dann sind wir mit 12 Ja Waggons gut, schon so kannst du unterwegs. es sehen, aber im Prinzip ist es so, dass du hier das bis zu drei, also dass du 3 Einheiten zu einem langen Zug zusammenkoppeln kannst, und bei der S-Bahn Berlin kannst du 4 Einheiten zu einem langen Zug zusammenkoppeln, weil du da halt anderen Aufbau hast. So, nächster Halt ist auch schon München-Pasing. Hinter Pasing beginnt dann auch schon die LZB geführte Strecke der S-Bahn München. Bis dahin fahren wir noch PZB und ab dann wird es ein bisschen entspannter, würde ich mal sagen, ne? Da kommt wieder der Kollege. Aber wir können eigentlich auch ein bisschen noch Schub geben. Jetzt münden hier langsam aber sicher alle Strecken ein. Mal ein bisschen runtergehen. Ah. Ich habe die 60 ein bisschen spät gesehen. Ja, haben wir noch Glück gehabt. Ja. Oh. Böser Hänger. Ich sehe gerade, wir fahren auf ein HP0 zu. Fahren mal ein bisschen langsamer rein. Wenn gleich der 500 Hz-Magnet angeht. Dass wir da ganz entspannt sind. Passing ist ein großer Bahnhof. Pasing ist ein relativ großer Bahnhof, ja, weil hier treffen sich im Prinzip schon viele Strecken, die auf den Münchner Hauptbahnhof zulaufen. Okay, dann halt mal wieder bei Langzug, okay. Warum nicht? Dann machen wir die Türen auf. So, und gucken wir uns auch mal den Innenraum an. Jetzt haben wir ein kleines bisschen Zeit.
sieht also der Innenraum aus. Relativ stylisch mit den blauen Sitzen, mit den Plätzen für das Gepäck. Mehr Stehplätze insgesamt, weniger Sitzplätze. Und hier auch ganz klar gekennzeichnet für Rollstuhlfahrer, für Fahrräder, Kinderwagen, damit das eindeutig alles ist, wer welchen Platz benutzen darf. Ja. Wie gesagt, leider funktionieren die Monitore nicht. Das ist ein bisschen sehr schade. Das hätte doch so ein bisschen den Charme ausgemacht. Aber wir müssen weiter. Sie wollten sogar die erste Klasse abschaffen, weil nicht so viele mitfahren in erster Klasse, aber das hat die Regierung wieder abgelehnt, die abzuschaffen. Jetzt fahren auch außer uns, also außer der S3, fahren jetzt auch die S-Bahn-Linien 4, 6 und 8 parallel zu uns. Und am Leim tun dann auch noch die Linien 1 und 2 der S-Bahn München mit einzweigen. Das ist quasi so die Hauptzulaufstrecke zum Münchner Hauptbahnhof. Und natürlich, ich habe die Linie extra nicht erwähnt, aber die S-Bahn-Linie 20 würde jetzt theoretisch auch noch parallel zu uns fahren. Okay. So, ich würde sagen Premiere, ne? Die erste Zwangsbremsung. Was war es denn gewesen? Ah, das sieht man leider nicht mehr. Hab ich irgendein Schild nicht bestätigt, oder? Ihr könnt jetzt natürlich einfach zurückspielen und gucken, was ich falsch gemacht habe. Ich weiß das jetzt leider nicht mehr. Da wird sich der Kollege sich freuen. So, aber dann gehen wir einmal in die Bremse. Ja, gut. Das kommt davon, wenn man so viel redet und nicht auf die Strecke achtet. Sollte man natürlich in der Realität nicht machen. Das stimmt. Ich glaube, ich habe mich aus dem Wechselblinken nicht befreit. Das ist natürlich ein sehr blöder Fehler, aber sowas passiert halt, wenn man die ganze Zeit erzählt und nicht auf die Strecke geachtet hat für einen Moment. Beziehungsweise auf die Strecke eigentlich nicht, sondern auf PZB. Ja, wo stehen die S20? Ja, die S20, die fährt ja auch noch parallel. Tut allerdings nicht auf der Stammstrecke fahren, sondern fährt auf anderen Gleisen, weil sie ab Heimaranplatz dann halt nicht mehr auf der Stammstrecke fährt, sondern runterfährt in Richtung Hellriggenskreuz. Okay. Ja, das war die SIFA. Nein, das war nicht die SIFA, Entschuldigung. Das war die LZB. Jetzt bin ich ein bisschen. Zwangsbremse hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Aber jetzt sind wir ja in der LZB drin, insofern ist das ja jetzt alles egal. Ja, Zwangsbremsung und dann auch noch so kurz vorm LZB-Beginn. Ist natürlich super schön. Ja, das ist sehr böse. Hier zweigen jetzt die S-Bahn-Linien 1 und 2 mit ein. Ah, geht's bergab, natürlich mal ein bisschen stärker bremsen. Ja, also kann man da alle S-Bahn-Linie fahren in diesem Add-on oder nicht? In dem Add-on kann man fahren die S-Bahn-Linie 3 von Mammendorf bis Hackerbrücke, was wir gerade fahren, und natürlich auch umgekehrt, und die S-Bahn-Linie 4 von Pasing bis Hackerbrücke.
Alle anderen S-Bahn-Linien können leider nicht im Add-on gefahren werden. Das ist sehr, sehr schade. Das ist wirklich schade, in der Tat. Vielleicht kommt irgendwo mal ein Update, wer weiß das schon. Könnte sein, kann aber auch nicht sein. Also, weiß niemand. Da wissen wir es noch nicht, also kann, kann nicht. Schön wär's, ja, schöner Stand. Streckentunnel. Das wäre natürlich ein Update, was sich bestimmt viele wünschen würden. Na klar, weil. Wenn man es schon hat als Stadt, dann sollte man den doch gerne fahren wollen. Gucken wir auch mal raus. Nicht, dass es dann heißt, wir waren gar nicht draußen. So sieht das schicke Gefährt von außen aus. Also der Zug, nicht die Frau da. Im Zuge des Redesigns wurden halt auch neue Logos angebracht. Zum Beispiel diese Logos hier. Sieht halt alles ein bisschen mehr nach 2020 aus. Ah, da kommt gerade wieder ein Regionalexpress. Hat aber eigentlich der Kollege hat es eigentlich, wir müssen auch wieder los. Ja, ich gebe der gleiche Baustelle, gibt halt 424, das glaube ich mal gesehen, ist da eigentlich der gleiche Baustil wie der 423. Ne, 424 ist eher 425 ähnlich. Achso. Würde ich jetzt sagen. Wurscht. So. Achso. Also wurde der 424er eher auf die 425er gebaut, das Ding. Okay, wusste ich auch nicht, ich hab's mal gesehen, kurz im Foto, aber dachte, es wäre ein Verwandter von der 423. Und jetzt sind wir auch auf der Münchner Stammstrecke bei der S-Bahn. Das ist jetzt die S-Bahn-Linie 1, 2, 3, 4, 5. Nein, 5 nicht. 1, 2, 3, 4, 6. Die 7 noch nicht. Und die S8, aber sind jetzt hier auf dem Abschnitt unterwegs. Wir fahren jetzt rein in den Münchner Hirschgarten. Beziehungsweise in die Haltestelle hier in den Hirschgarten direkt. Wer mal in München ist und ja, wer in München ist, denkt, ach so Bier, das wäre ganz gut. In München der Hirschgarten ist ein wunderschöner Biergarten. Kann man nicht nur schön Bier trinken, sondern kann man auch schön essen. Kann ich empfehlen. Okay. Also gehört eigentlich fast schon mit dazu zu hier im München-Besuch. So, dann machen wir die Türen auf. Also in Hirschgarten war ich noch nicht. Ich war schon 3-4 Mal schon in München. Na, hast du die Türseitenvorwahl nicht genommen? Ja, ansonsten. Oh. Hier die Anzeige kennen wir eigentlich. Das Abfertigungsgerät funktioniert leider immer noch nicht. Schade, schade. Also da hätte man ja schon gerne gewünscht, da könntest du Fenster rausgucken, gleichzeitig die Tür und schließen mit diesem Joystick. Das wäre schön gewesen, aber leider nicht. Drin. Vielleicht ein anderes Mal. Man hofft ja immer auf ein Update. Das wäre natürlich cool, wenn Daftail Games wirklich mal seine ganzen alten Strecken updaten würde. Zum Beispiel auf der Strecke Rapid Transit, was wir letztes Mal gefahren sind. Da ist ja noch nicht mal Zugzielanzeige vorne am Zug dran. Das sind alles so Dinge, die wünscht man sich natürlich auch für die alten Strecken. Und da hoffe ich, dass Daftail Games das auch noch patchen wird. Ja, das haben wir ja einige S-Bahn-Netze schon gesehen. Der Rent Simulator hat ja einige S-Bahn-Netze. München, Frankfurt, Berlin. München, Frankfurt, Berlin, Hamburg. Genau. Hamburg, Nürnberg. Ja, Nürnberg kann man auch ein Stück fahren, ja. Ja, das war's schon leider. So, Kollegen, mal grüßt. Und jetzt kommt auch schon die Donnersberger Brücke. Ja, die bekannteste Brücke von München. Nee, die Donnersberger ist noch nicht die bekannteste. Du wechselst gerade die Donnersberger Brücke mit der Hackerbrücke. Genau, die Hackerbrücke ist noch bekannter. So, hier kommen jetzt auch die S-Bahn-Linien 7 und die Regionalbahnen aus Richtung
Bayerisch-Zell, Lengries und Tegernsee auf unserer Strecke mit dazu. Ja, dann die S-Bahn-Netze könnt ihr alles noch umwandeln in diesen Spiel, dann hätte man ja so fahren. Einfach ist das nicht mit umwandeln. Muss ja schon komplett neu bauen. Das sind ja zwei verschiedene Engines. So, wie du von Lotus, wie von OMSI zu Lotus nicht eine Strecke umwandeln kannst, kannst du auch nicht hier eine Strecke umwandeln. Einfach mal so eben. Das geht. Also ich dachte, da gibt's vielleicht nee, einen Tool, das geht dafür nicht, fahren. Hab leider keine Ahnung, wie das Prozess so, geht. Dann machen wir die Türen auf. Das ist auch schon unser vorletzter Halt. Ja. Oh. Das stimmt. Ja, dann sind wir nämlich auch gleich am München. Ackerbrücke angekommen. Juhu. Gucken wir nochmal raus schnell. So Leute, ihr wundert euch sicherlich, warum wir jetzt auf einmal in der Innenperspektive sind. Leider ist die letzte Aufnahme kurz vorm Ziel abgestürzt, beziehungsweise die Aufnahme ist abgebrochen worden und deshalb werden wir jetzt die letzte Station nochmal mit einem anderen Zug absolvieren. Ne, Hobby? Dafür verriegeln wir die Türen. Und fahren jetzt nochmal die letzte Station mit einem anderen Zug. Das stimmt. Tut uns leid, aber wir können leider nichts dafür. So. So. Einen Richtungswender sollte man noch nach vorne machen. Und los geht's. Ich habe jetzt einfach schnell einen KI-Zug übernommen. Deshalb muss ich mir das jetzt alles schnell einstellen. Ist ärgerlich, aber gab leider anscheinend ein technisches Problem. Ja, hier kreuzt jetzt die Bahnstrecke von München nach Hauptbahnhof nach Donnersberger Brücke, wo zum Beispiel die Regionalbahnen langfahren. Wir unterqueren die. Ach Quatsch, jetzt habe ich bestätigt, wir sind ja in der LZB. Das war natürlich super, super intelligent. So, Hackerbrücke. Ja, die muss jeder kennen aus München. Ja, das ist die bekannteste Brücke in München, die Hackerbrücke. Fahren wir mal langsam, aber sicher ran. So, und dann sind wir jetzt auch an der Endhaltestelle angekommen. Und damit verabschieden wir uns von euch, sagen danke fürs Zuschauen, würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und entschuldigen uns nochmal für den Fehler am Ende. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.